SBT Section, it's Shisha time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Warntester B2B meldet sich zurück zu einem neuen Video. Ja, Freunde, und ihr habt bestimmt schon drauf gewartet. Es ist ja schon Juli und bald Ende Juli schon wieder, die Zeit rast. Und da darf natürlich die Sorte des Monats im Monat Juni nicht fehlen. Und ja, die ist jetzt angesagt, Freunde, und deswegen ist heute natürlich wieder wahrhaftige Betonierungszeit. Und alle, die jetzt hier auf dieses T-Shirt schauen, die wissen genau, was los ist. Denn, Freunde, Achtung, ihr hört sie auch schon wieder, die Dampflok ist an. Und ja, es muss ja natürlich auch für die beste Sorte im Monat Juni ein Tabak sein, den man auch um diese Jahreszeit entspannt draußen, so wie ich es jetzt gerade mache, rauchen kann. Und das ist ein Tabak, der hier vor mir steht. Ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen, der Kaktus-Hype ist ausgebrochen in Deutschland. Eiskaktus oder Kaktus Breeze und wie sie alle heißen, ja, sind jetzt mittlerweile in Deutschland sehr beliebt und stark im Kommen. Angefangen mit dem Hype hat eigentlich Holster damals mit dem Eiskaktus und dann sind einige andere Hersteller wie zum Beispiel Cavaliers, also CV Luxury mit ihrem Kaktus, wie heißt denn das Gedöns nochmal, Kaktus Piccolo, Piccolos und dem X-Racher Icy Cact sind dann relativ zeitnah rausgekommen. Die habe ich alle drei probiert und muss sagen, die waren nicht schlecht, aber nichts, was mich jetzt so wirklich geflasht hat. Und deswegen, Freunde, müssen wir im Prinzip eigentlich, so hart es auch klingt, diese drei Sorten vom Tisch nehmen und erstmal auf die Seite stellen. Denn ich finde, der absolute Kaktus-Tabak, der mich überzeugt hat und von dem ich mir safe wieder eine Dose holen werde, ist der Wild Cactus von Smokies, Freunde. Ja, Smokies kennt ihr sicherlich schon. Das ist ein Tabak, der schon länger in Deutschland auf dem Markt ist und mit den Standardsorten auch angefangen hat in der Basic Line. Und nach kamen da neue Lines raus. Jetzt bin ich hier bei der Arctic Line, den Wild Cactus eben. Und den, Freunde, schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Dazu komme ich einfach mal kurz zur Kamera und zeige euch die Dose und den Schnitt natürlich. Ja, wenn wir uns mal den Schnitten hier anschauen und die Dose, jetzt fangen wir erstmal mit der Dose an, dann seht ihr schon Wild Cactus. Ja, hier seht ihr den Deckel, Intense, und wenn wir das Ganze mal aufmachen, dann sehen wir, dass ich schon gut was weggeraucht habe von dem Tabak, aber man kann definitiv noch den Schnitt und die Feuchtigkeit erkennen. Ich sehe jetzt leider nicht, ob es ihr gut sehen könnt, weil die Sonne ein bisschen blendet bei mir gerade. Aber der Schnitt ist mittelmäßig, ist jetzt aber nicht zu grob. Also beim Kopfbau habe ich mir jetzt nicht wirklich schwer getan. Und die Feuchtigkeit ist perfekt. Da gibt es gar nichts auszusetzen. Der Schnitt könnte meiner Meinung nach noch ein bisschen feiner sein. Aber das ist jetzt ja so eine ganz kleine Kritik, die sich aber bei meiner Bewertung nicht wirklich auswirken wird. Genau, also das ist jetzt mal der Tabak, so wie er nach Hause kommt in der 200 Gramm Dose. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, was hebt diesen Eiskaktus bzw. diesen Kaktusgeschmack von den anderen ab? Also wie gesagt, alle vier, die ich bis jetzt probiert habe, waren gut, aber der Wild Cactus hat es mir einfach am meisten angetan. Und warum? Ich habe schon alleine dran gerochen und habe mir gedacht, okay, der Tabak, der ist intensiver vom Geruch, wie die, was ich bis jetzt geraucht habe, und ansprechender vom Geruch. Weil sie einfach noch fruchtiger, noch stärker nach dem riechen, was man erwartet. Ja? Was erwartet man bei einem Kaktus-Tabak? Das Kaktus-Eis natürlich. Ihr kennt das Kaktus-Eis, das hat jeder in seiner Kindheit gegessen. Das esse ich persönlich jetzt immer noch sehr gerne. Und
Ja, ihr kennt es ja, oben fängt das normale Kaktuseis an mit so einer Schicht, die man abbeißen kann. Da prickelt es dann ein bisschen auf der Zunge. Das ist quasi so, das soll den Kaktus eben darstellen, optisch, sage ich jetzt mal, mit diesen roten Punkten drauf. Und danach kommt dann eine Erdbeerschicht, weiter unten kommt eine Orangenschicht und ganz unten kommt dann die säuerlichere Zitronenschicht. Und genau das gleiche soll auch hier im Wild Kaktus drin sein. Also das heißt, eine frische Note, klar. Ja, Eis ist immer kalt, wenn man es zu sich nimmt, und das soll hier natürlich dann auch der Fall sein. Dann ist eben auch die Orange dabei, die Erdbeer und auch die Zitrone. Und ich muss sagen, gepaart das alles zusammen in einem Tabak, in diesem Mischungsverhältnis, so wie es eben Smokies gemacht hat, ist es meine persönliche Nummer 1, wenn es um Kaktustabak geht. Und der ist wirklich gigantisch, Freunde. Also ich nehme mal nochmal einen Nasenzug hier für euch und dann kommen wir gleich zum Geschmack. Ja, und geruchlich, Freunde, es ist, wie gesagt, ein Gedicht. Ich liebe diesen Geruch. Wahnsinnig intensiv. Frische Note rieche ich raus. Und eben, ja, eine Mischung aus verschiedenen Früchten. Und auch eine säuerliche Note. Ja, dass jetzt da direkt Erdbeer, Orange und Zitrone drin sein soll, da tue ich mir, wenn ich ganz ehrlich bin, schwer. Aber ich rieche auf jeden Fall eine leicht säuerliche Note und eben verschiedene Früchte plus diese frische Note. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut getroffen vom Geruch und vor allem saumäßig intensiv. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie schmeckt das Ganze, wenn es schon so gut riecht? Und ihr könnt es euch schon vorstellen, wie es schmeckt, wenn es meine Lieblingssorte im Monat Juni ist. Geil, natürlich, ja. Aber jetzt muss ich erstmal wieder ein paar Züge machen, denn ich will ja natürlich auch noch was zum Geschmack näher hier sagen. Geraucht wird übrigens in der Aeon Lounge Mini-Version. Fox Bowl am Start, sehr, sehr geiles Teil. Gebaut habe ich das Ganze natürlich im besten Setup der Welt, gepaart mit dem Canute 2. Fake natürlich in dem Fall, und findet ihr alles natürlich unten nochmal in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, nehme ich noch ein, zwei Zügchen und dann werde ich was zum Geschmack sagen, Freunde. Rauchentwicklung ist, denke ich mal, trotz dessen, dass ich draußen rauche, enorm. Also da kann man definitiv nicht meckern. Geil auch gerade, geht so gut wie kein Wind. Perfekt für das Video. Ja, Freunde, und der Geschmack, der haut mich wirklich um. Das ist eine der besten Smoky-Sorten, die ich je geraucht habe, und der beste Kaktustabak, den es auf dem Markt meiner Meinung nach gibt. Der Geschmack ist einfach saumäßig intensiv. Die frische Note ist gerade gut intensiv da. Der Rachen wird kalt beim Einziehen. Beim Ausatmen lässt es wieder nach durch diese Eisnote eben. Und es erfrischt einfach ganz kurz, aber nicht dauerhaft. Das heißt, wenn ich jetzt ein- und ausatme, ist es schon fast wieder weg. Ein bisschen kühle schmecke ich noch, aber das wäre jetzt bei einer puren Minze zum Beispiel, wenn die drin wäre, noch viel aggressiver, und das würde zu dem Tabak einfach nicht passen, weil wenn ich das Eis zu mir nehme, ist es ja auch nur ganz kurz kühl, und hier ist es eben ganz genauso. Und was schmeckt man sonst noch raus? Ich versuche mich mal jetzt direkt auf Erdbeer, Orange und Zitrone zu konzentrieren. Und ja, definitiv finde ich, die säuerliche Note schmeckt man auf jeden Fall gut raus. Das heißt also, diese Zitronennote, die kommt gut zum Vorschein. Die ist aber gemischt, ja, also man schmeckt keine puren Zitronennote raus, sondern eher so eine säuerliche Note. Und im Weiteren schmeckt man auf jeden Fall dann noch eine bärige Frucht raus, was diese Erdbeer eben sein soll. Direkt Erdbeer schmecke ich nicht raus, das ist klar. Das schmecke ich aber beim Kaktuseis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht wirklich raus. Ich wusste nicht, dass da wirklich Erdbeer drin ist im Eis. Musste ich auch erstmal nachschauen. Und die Orange selber schmecke ich eher ein bisschen stärker raus, finde ich jetzt, wie die Erdbeernote. Aber jetzt für alle, die jetzt keine Orange mögen, keine Angst, ihr werdet ihn trotzdem mögen, weil ich bin auch absolut kein Orangenfan. Ich finde nur, die Mischung aus diesen drei Komponenten plus der frischen Note ist, wie gesagt, ein absolutes Brett. Und ich kann ihn wirklich nur wärmstens weiterempfehlen. Also eine Rauchempfehlung geht definitiv raus an den Smokies Wild Cactus. Wirklich ein absolutes Brett. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Freunde. Der Tabak kostet für 200 Gramm 17,90, also 1 Euro mehr wie mein Standardpreis. Und der schmeckt definitiv.
Und den würde ich mir definitiv wieder gönnen, wenn er mal leer ist. Da wird der Gönjamin mal wieder ausgepackt. Ja? Und zum Schluss bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als die Pro- und Kontraliste noch aufzuführen. Hätten wir bei Pro den Schnitt, wie gesagt, der geht gerade noch klar. Der sollte in Zukunft ein bisschen feiner sein, aber wie gesagt, es ist noch halb so wild. Ich komme gut damit klar. Die Feuchtigkeit sowie das Mischungsverhältnis, wie ich schon vorhin gesagt habe, perfekt. Da gibt es nichts einzuwenden. Der Geschmack, kein Wunder, ist natürlich bei Pro und die Intensität ebenfalls. Sonst wäre es natürlich nicht die Sorte des Monats für mich. Und die Rauchentwicklung, ihr habt es gesehen, trotz dessen, dass ich draußen rauche, qualmt das Ding super im SBT-Setup. Und bei Neutral habe ich noch einen Punkt und das ist ja logisch. 16,90 ist meine Schmerzgrenze, hier einen Euro mehr und deswegen ist der Preis bei Neutral. Aber logischerweise nichts bei Contra, der Tabak geht so wie er ist auf jeden Fall klar. Und dann könnt ihr gerne noch reinschreiben in die Kommentare, was ist denn euer absoluter Lieblingstabak im vergangenen Monat gewesen? Gibt es irgendwas, was man unbedingt probieren sollte jetzt zur warmen Sommerzeit und das ich eventuell verpasst habe und eventuell meine Lieblingssorte im Monat Juli werden soll? Dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, mich würde es sehr interessieren, was ihr denn so am liebsten momentan zu Hause so raucht. Und dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank an das Smokies-Team. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Sven und an den Basri. Und dann war's das für heute. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann zeigt es definitiv mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren könnt ihr auf dieser Seite. Zum letzten Video geht's auf der Seite. Und in der Mitte geht's zum Shisha World Partner Shoplink. Dann sage ich danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und Servus!